Hallo, die sogenannten Tora-Christen um den Endzeit-Reporter MCM und Nature 23 und den anderen Hebrew-Roots-Lehrern haben damit ein Problem, den Herrn Jesus Christus anzurufen. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt, in dem der Endzeit-Reporter erklärt, dass man ausschließlich zu Gott Vater beten solle. Das ist eine seiner Grundhaltungen, weil er nicht glaubt, dass Jesus Christus und der Vater gleichwertig sind. Für ihn ist der Vater ein großer Gott und der Sohn ein kleinerer Gott. An die Dreieinigkeit glaubt er nicht. Hier der Ausschnitt. Wie kann ich Jesus um was bitten? Ja, du bittest den Vater im besten Fall. Gibt es dafür nicht auch einen guten Bibelvers? Den Vers könnte man angehen. Ja, den Vers. Das ist jetzt Lukas 11, 13. Der drückt das eigentlich gut aus. Lukas 11, 13. Schauen wir uns mal an, was Jesus sagt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Du sollst gar nicht Jesus bitten, du sollst den Vater bitten in seinem Namen. Jesus sollst du nicht bitten, sondern den Vater. Also ich würde jetzt so das formulieren, also wenn ich was bitten würde, himmlischer Vater, ich bete zu dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, ich bitte dich im Namen des Sohnes Jesus Christus, den Livestream zu segnen und die Geschwister zu segnen und so weiter. Und so würde ich es dann auch bei Gebeten machen und so weiter. Laut Endzeit-Reporter sollen wir also nur zum Vater beten, nicht zum Sohn. Ist das richtig? Nein, es ist falsch. Die Tatsache, dass man Jesus Christus anrufen soll und darf, ist in der Bibel offensichtlich. Ich will euch jetzt vier Bibelstellen zeigen, wo der Herr Jesus sagt, dass man zu ihm kommen darf, und eine Bibelstelle, die zeigt, dass die ersten Christen es für selbstverständlich hielten, den Herrn Jesus Christus anzurufen. Die erste Bibelstelle ist aus Matthäus 11, 28 und 29. Diese Stelle wird in verschiedenen Übersetzungen auch als der Heilandsruf bezeichnet. Hier sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier fordert Jesus seine Zuhörer auf, zu ihm zu kommen, wenn sie müde und beladen sind. Die zweite Stelle ist in Johannes 5, 39 bis 42. Hier spricht Jesus: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Hier sagt Jesus, dass bestimmte Schriftgelehrte nicht zu ihm kommen wollen, um das Leben zu empfangen. Das ist bezeichnend, denn nur wer zu Jesus Christus kommt, empfängt das Leben. Könnte es sein, dass manche Tora-Christen gar nicht wiedergeboren sind, weil sie nie bei Jesus Christus waren? Fragezeichen. Der dritte Bibelvers steht in Johannes 6, 35 bis 37. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alle die vom Vater gezogen werden, werden zu Jesus Christus kommen. Das steht hier eindeutig. Ohne Jesus kommt niemand zum Vater, wie ich schon im vorigen Video gezeigt habe.
Diejenigen, die errettet werden sollen, die gibt Gott der Vater dem Sohn, und sie werden zum Sohn kommen. Man kann daher im Umkehrschluss sagen, dass diejenigen, die nicht glauben, auch nicht zum Sohn kommen. Jetzt kommt der dritte Vers aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 7, 37 bis 38. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer einen ungestillten Lebensdurst hat, der soll zu Jesus Christus kommen. Er sagt ausdrücklich zu mir. Es ist bezeichnend, dass diese Verse im Johannesevangelium stehen, weil das Johannesevangelium uns Jesus als Gott darstellt. Wer also durstig ist, der soll zum Sohn Gottes kommen. Wer hungrig ist, soll auch zu ihm kommen. Wer vom Vater gezogen wird, soll zum Sohn kommen. Und jetzt liefere ich euch den eindeutigen Beweis, dass die ersten Christen Jesus Christus angerufen haben und dass wir es auch tun sollen. Der Beweis steht im 1. Korintherbrief 1,1-3. Hier schreibt Paulus: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sehen also, dass es absolut biblisch ist, den Herrn Jesus Christus anzurufen. Und wir können im Umkehrschluss sagen, dass diejenigen, die den Herrn Jesus Christus nicht anrufen, nicht richtig handeln. Wir beten auch den Vater an, wir beten auch zum Vater, wir können aber auch zum Sohn beten. Und vor allem müssen wir zum Sohn kommen, wenn wir gerettet werden wollen. Wie wir also im 1. Korintherbrief gesehen haben, haben die ersten Christen Jesus Christus angerufen. Unser Fazit ist daher: Wer Christ werden und bleiben will, der muss zu Jesus Christus im Gebet kommen. In Römer 10, 13 steht der wichtige Satz: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er kommt dreimal in der Bibel vor. In Psalm 14, 4 steht dagegen: Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot, den Herrn rufen sie nicht an. Im Volk Israel gab es viele, die behaupteten, sie würden zu Gott gehören, doch hatten sie keine persönliche Beziehung zu ihm. Ist es nicht heute in der Christenheit genauso? Viele behaupten, sie hätten eine Beziehung zu Gott, waren aber noch nie bei Jesus Christus und haben noch nie erlebt, wie der Heilige Geist sie erfüllt hat und ihnen neues Leben gab. Es ist wichtig, sich zu fragen, warum wollen die Irrlehrer nicht, dass man den Namen des Herrn Jesus Christus anruft. Daher sollte man sich fragen, in wessen Auftrag handeln der Endzeitreporter MCM, Nature 23 und die anderen Hebrew-Roots-Lehrer. Ich glaube, sie handeln nicht im Auftrag Gottes. Danke.